meinen Berechnungen nach haben wir 1200 Meilen zurückgelegt. Hoffentlich sind wir bald da. Sie verlieren an Höhe. Sieht aus, als wollten sie landen. Hey, Pixie, haben wir da unten keine Security? Unbekanntes Flugobjekt. Warum nähern Sie sich unserem Luftraum? Wir haben keine Landekurs für Ihr Schiff. Unbekanntes Objekt, hören Sie mich? Antworten. Ja, ich höre. Unbekanntes Objekt, warum sind Sie im Landeanflug? Wir hatten Schwierigkeiten. Ein paar Turbulenzen. Turbulenzen? Ja, Sir. Es wurden keine Turbulenzen gemeldet. Allerdings wurden Schrottschiffe von einem unbekannten Objekt verfolgt, dessen Beschreibung auf Sie passt. Wirklich? Also, wie seltsam. Davon habe ich wirklich nichts gehört. Unbekanntes Objekt, übermitteln Sie die Landecodes. Landecodes? Ja, übermitteln Sie Ihre Landecodes. Oder wir gehen davon aus, dass Sie Feinde sind und eröffnen das Feuer. Verstanden. Moment. Willst du mir jetzt sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist? Und meine Landecodes sind, Eins. Eins? Ja. Eins was? Zwei. Ich glaube, es klappt. Und, kommst du? Nein! Als wäre ich diesmal ganz dicht am Geschehen, was? Monkey, könntest du deine Hand woanders hinlegen? Ich wüsste nicht wie. Also deine Hand liegt auf meinem Gemächt. Das tut weh. Hey, Pixie, bist du dir ganz sicher, dass dieser Leviathan hier ist? Oh ja, der ist hier. Wartet's nur ab. Das wird ganz fantastisch. Er ist hier. Irgendwo. Hallo Leute, hier wieder euer Tosum mit Let's Play Enslave. Bereit zum Sterben, wenn ihr seid? Okidoki. Okay. Hier ist eine Konsole. Mal sehen, was ich finde. Die U-Boote sind wohl in so einer Art Hangar. Der ist hinter dieser Tür. Okay, geh nachsehen. Ich bleib hier an der Konsole. Ist ja klar. Noch ein kurzer Blick da auf diesen schönen Leviathan. Der hat rote Augen. Cool. Und wir folgen Pixie. Na klar doch. Bingo! Okay, mal sehen. Es läuft auf einer Art Schienensystem. Schau mal, die Schienen führen zu der Tür. Das muss die Luftschleuse sein. Wir müssen das U-Boot da runterbringen und die Tür aufmachen. Okay, ich markiere mal die Türsteuerung. Null Problemo. Mit Computern kenne ich mich voll aus. Überlass das nur mir. Ja, und wir schauen uns einmal um. Da drüben leuchtet was. Ja, da schauen wir mal hin.
kann ja vorerst mal nicht falsch sein. In den letzten paar Folgen sind wir schon oft gestorben, gell? Und ich habe dann nicht die größte Ahnung, wieso eigentlich. Na Pixi, komm, lauf. Das ist vielleicht einmal ein Unterwasserhangar, ja? Na Pixi, was? Die Schau nicht so verzwickt. Kommen wir da rüber? Ne? Also wir brauchen da einen Plan B. Pixi, was machst du da? Oh Mann, hier halt ihn auf! Ich bin ein Dampf drauf! Oh, weh. Ich benutze Sprengstoff, um die Türen wegzupusten. Markel, richte das Boot aus, damit es durchkommt. Hört sich gut an. Mal sehen, was ich mit der Steuerung anstellen kann. Also, ich kann es einschalten und die Richtung wählen. Aber es bewegt sich alles zur selben Zeit. Monkey, dann musst du alles genau ausrichten. Aha. Okay, gib Gas! So, das ist wieder ein Rätsel. Na toll. Kollisionsalarm. Und jetzt? Das U-Boot ist blockiert, aber warte mal. Da ist eine Art Drehsystem auf jeder Seite des Raums. Damit kannst du die Bahn herumdrehen. Aha. Aha. Und jetzt werden natürlich Tausende von Max kommen und mich davon abhalten wollen und pipapo. Da drüben ist eins und da vorne, jawohl. Dann, auf geht's. Lass mich nicht im Stich machen, bitte. Eine Folge ohne zu sterben, das wäre ja mal was. So, den holen wir uns noch schnell. Und dann geht's schon wieder los. Zu benutzen. Ja, ja, wir benutzen das Ding einmal. Na. Aha. Na komm noch. Leute, das ist... Jetzt geht's. Was ist denn da jetzt? Tut sich ja gar nichts. Na gut. Rückwärts. So. Wenn das rückwärts ist... Grün vorwärts, dann werden wir hier noch einmal drücken. Ja, das kommt gut. Jetzt probieren wir gleich mal. Können wir da raufspringen? Ja, das geht. So, und jetzt vorwärts. Vorwärts. Ja, egal, kollidier halt mal. Und jetzt. Rückwärts. Ja.
Das war ja gar nicht... Das war Glück. Ich muss gestehen, das war Glück. Ich ziehe einfach nur einen Hebel und pipapo und das war's dann. Ja, und jetzt? Nochmal rückwärts, oder wie? Rückwärts! Kollisionsalarm. Ah, der bleibt stehen da drüben. Oh, oh. Wir müssen beide umdrehen, oder wie schaut denn das aus jetzt da? Aha. Ja, na gut. Da haben wir wieder einen Bock geschossen, das ist ja nicht zum Glauben. Okay, noch einmal. Vorwärts. Gut. Oder nee? Nee. Retour, Ausstatt, Retour. Wie dreht das Ding einmal um? Sehr gut. Aber du musst die andere Plattform schwenken. Über dir ist ein Steg. Aha. Ja, na klar, na, das war ja nicht anders zu denken. Auf geht's, dann laufen wir mal. Wo kommen wir denn da hin? Wo ist denn da was? Da ist nichts. Da vorne. Oder? Das war der Steg, oder? Ja, da kommen wir schon hin. Da lassen wir uns hinführen, oder? Dann... Vorwärts! Kollisionsalarm. Ja, mach doch nicht einen Stress. Ja, cool. Was meinst du? Warum baut Pyrrha mit diesen Leviathan? Weil das die ultimative Waffe ist. Damit können sie alles zerstören, was ihnen im Wege steht. Welche Ironie, wo wir davor haben, sie selbst damit zu zerstören. Gut so, und jetzt, den müssen wir auch noch ausrichten. Das heißt, wir müssen einmal retour. Und zurück! Da kommt er ja schon. Dann umdrehen. Und wieder vorwärts. Das wär's. Gut gemacht. Ich bin auch fertig. Ich komm dich holen, Tramp. Und was ist jetzt mit uns? Ja, gut. Wo ist denn das Bötle? Wo hängt denn das jetzt rum? Egal. Wir können ja sonst nur da lang, hoffe ich doch. Da. Egal.
Einmal, zweimal. Ich komm da nicht hoch! Du musst dem U-Boot zu Fuß folgen. Geh in Deckung, Pixie sprengt die Türen auf. Ja, super. Pixie ist unser Sprengmeister, das habe ich schon gemerkt. Also, was der Munition versteckt hat und ich weiß auch nicht genau wo. Dem Bauplan nach müssen wir nur bis zur Schleuse runterfahren. Dann sind wir in offenem Gewässer. Klingt ganz einfach. Eins habe ich auf dieser Reise gelernt. Einfach ist es nie.